Die Vereinigten Staaten haben ihre Verbündeten darüber informiert, dass sie glauben, dass der Iran Kurzstreckenraketen für den Einsatz im Ukraine-Krieg an Russland geliefert hat. Dies verlautet aus gut unterrichteten Kreisen. Nähere Angaben über die Zahl und Lieferdatum wurden nicht mitgeteilt. Das Weiße Haus hat Teheran seit Monaten davor gewarnt, ballistische Raketen an Moskau zu liefern. Seit 2022 hat Teheran Moskau seine Kampfdrohne Sacheh zum Einsatz auf dem Schlachtfeld geliefert. Unterdessen habe die russische Armee das Dorf Kalinowe südöstlich von der ukrainischen Stadt Pokrovsk erobert, teilte Moskau mit. Kalinowe liegt 25 Kilometer von der strategisch wichtigen Stadt entfernt. Da die russischen Truppen seit Monaten auf Pokrovsk vorrücken, wurden bereits Kinder aus der Stadt evakuiert. Am Samstag gab es in der russischen Region Kursk Kommunalwahlen. Am 6. August begann die Ukraine dort eine Offensive, um eine Pufferzone innerhalb Russlands zu schaffen. Somit sollen die ukrainischen Städte vor russischen Raketenangriffen geschützt werden.